Hallo und Hi. herzlich willkommen bei OrgaTV. Ja, wir haben heute nur zwei Beiträge für euch, aber dafür einen relativ umfangreichen und trotzdem sehr spannenden und einen total lustigen. Und der Lustige, mit dem fangen wir auch gleich an. Und der bezieht sich auf das Video von letzter Woche, dem Uni-Stereotypen-Video. Ja, aber wer sagt denn, dass das jetzt lustig ist? Ich find's lustig. Ach. Nein. Wir hatten auch ein paar ganz coole Rückmeldungen und dachten, wir setzen jetzt einfach nochmal einen drauf. Die Tussi und die Ersti sind zusammen auf Tour und was die so erlebt haben, das zeigen wir euch jetzt. Hi Leute, ich habe hier eine neue Freundin gefunden Hi. und die ist jetzt neu hier auf der Uni und ich glaube, wir müssen sie noch ein bisschen auf ihr Studentenleben vorbereiten. Also als erstes müssen wir erstmal die Frisur ändern, weil mit den Zöpfen wird sich die Kleine sicherlich nicht durchsetzen können. Also zuerst müsst ihr erstmal das Glätteisen anmachen, weil sonst kann es passieren, dass die Haare sich nicht wellen. Ist dir das passiert? Ja, schon voll oft. Zuerst müsst ihr aber eure Haare erstmal mit Hitzespray einsprühen, weil sonst gehen die kaputt. Ihr nehmt dann einfach eine Strähne und dann dreht ihr die einfach so um. So, das war schon mal Schritt 1, aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen was an deinem Make-up machen. Okay. Okay, also. Zuerst machen wir mal ein bisschen Bronzer. Und dann noch ein bisschen auf die Nase. Hier so ein bisschen Gesichtskonturierung. Und danach könnt ihr gerne noch ein Rouge auftragen. Und danach könnt ihr gerne noch eure Lippen ein bisschen betonen. Dazu habe ich hier eine voll schöne Farbe rausgesucht. Pink. Das ist die Farbe, die du drauf hast. Genau. Oh, die ist schön, ja. Ja, und am besten, also je nachdem, ob ihr wollt oder nicht, könnt ihr dann auch noch einen Lip Liner benutzen. Oder willst du das selber machen? Wie mache ich das denn selber? Du musst es mach einfach so einen Rand drumrum. Also um meine Lippen einen Rand. Genau, wie beim Mandala ausmalen. Ja, voll gut. Und dann einfach ausfüllen. Ja, mega, cool. So, und jetzt habe ich dir hinten noch ein paar Kleider rausgelegt, die du vielleicht anziehen kannst, damit wir uns noch ähnlicher werden. Oh, voll schön. Komm, wir machen ein Selfie.
So, und um das Outfit jetzt noch zu vervollständigen, brauchst du auf jeden Fall noch neue Ohrringe. Dass wir auf jeden Fall beste Freundinnen werden. Oh. Gut, ja. Ups. Ich höre mir das bestimmt. Du fragst es auf. Ja, okay. War wirklich lustig. Ja, sag ich doch. Ja. Was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, Lisa hat sich irgendwann dann Sorgen gemacht, dass sie in der Öffentlichkeit jetzt wirklich so wahrgenommen wird wie die Tussi. Und dazu können wir sagen, Lisa ist ein super anständiges, liebes Mädel, das hier mit uns studiert und überhaupt keine Tussi ist. Genau deswegen gibt es nächste Woche auch ein Tutorial, an dem euch Lisa zeigt, wie man Bierdosen am Kopf zerdrückt, nachdem sie leer sind. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Genau, jetzt kommen wir zum nächsten Beitrag. Der wird etwas ernsthafter und zwar geht es um das Anschreiben einer Bewerbung. Und wie ihr alle wisst, ist das ja ein sehr komplexes Thema. Und ja, man hat eigentlich das Problem, dass es so viele verschiedene Firmen gibt, die so viele verschiedene Stellenausschreibungen schreiben. Und am liebsten wird man eigentlich jedes Anschreiben, also immer das gleiche Anschreiben an jede Firma schicken. Aber das ist natürlich nicht Sinn der Sache, sondern man sollte natürlich immer das Anschreiben auf die Firmen anpassen. Und daher haben wir uns eine Expertenmeinung eingeholt und waren hier an der Uni am Career Center bei der Frau Birke Perkamps und haben mit ihr zusammen das perfekte Anschreiben formuliert. Und wie das aussieht, das seht ihr jetzt. Ja, also wir sind heute im Career Center und wir haben uns eine Ausschreibung ausgesucht. Und die Frau Birke Perkamps, die uns ja schon mal sehr gut beraten hat, die wird uns heute zeigen, wie wir das Anschreiben anzugehen haben, um dann eine perfekte Bewerbung draus zu machen. Also ich würde vielleicht zuerst mal erklären für alle die, die uns noch nicht kennen, wie man überhaupt zur Praktikumsbörse der Universität des Saarlandes kommt. Wir sind hier auf der Startseite vom Career Center, einfach zu finden unter www.uni-saarland.de/career-center. Und hier gibt es einmal oben die Online-Börsen. Und die sind unterteilt nach Zielgruppen in Karrierebörsen für Absolventen, die auf der Suche nach einer Einstiegsmöglichkeit sind, egal ob eine Absolventenstelle, eine Trainee-Stelle oder ein Volontariat. Darin sind aber auch zum Beispiel Promotionsstellen für den Bereich Wissenschaft. Dort findet man auch die Praktikums- und Nebenjobbörse, eine Job-Shadowing-Börse und eine Vorpraktikumsbörse für die Ingenieurwissenschaften, die ein Praktikum vor dem Einstieg ins Studium zu absolvieren haben. Wir wollen heute eine Bewerbung für ein Praktikum schreiben und gehen deswegen in die Praktikums- und Nebenjobbörse. Ich hatte im Vorfeld haben wir schon gemeinsam eine Praktikumsstelle bei Gerold Steiner rausgesucht. Die findet man aktuell unter der ID 8720. Und die geht hier über die PDF auf. Und ja, ich zeige euch jetzt, wie man so eine Ausschreibung liest und wie man die auch durcharbeitet. Die sieht im Original so aus, wenn wir die fertig bearbeitet haben, bevor ihr eine Bewerbung schreibt, sieht die im Idealfall so aus. So, die ist ganz bunt, da haben wir unterschiedliche Kenntnisbereiche markiert, die man dann eben nutzen kann, um gezielt daraus eine Bewerbung zu schreiben. Die Ausschreibung ist dreigeteilt. Einmal sagt die Firma, was wir suchen, sagt selbst was über die Firma aus und ganz unten zum Schluss, was die Firma dem Praktikanten zu bieten hat. Ich fange jetzt mal am Anfang an. Gesucht wird ein Student mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium
Und idealerweise bringt derjenige einen Schwerpunkt mit, nämlich im Bereich Marketing oder internationales Marketing. Das zweite, wonach gefragt ist, man bringt bereits erste internationale Erfahrungen mit. In dem Fall ist das auch konkretisiert. Sprich, es wird gefragt, ganz explizit nach einem Auslandsstudium, also man war schon ein Semester in Frankreich und war dort an einer anderen Uni oder hat vielleicht sogar schon ein erstes Praktikum in Luxemburg bei einer Firma gemacht im Bereich Marketing. Das wäre das Studium oder das Auslandspraktikum. Darüber hinaus verfügt man sogar noch zusätzlich, also hier ist relativ viel gefragt, über erste Praxiserfahrung. Auch die idealerweise im Bereich Marketing. Erste Praxiserfahrung kann relativ viel sein. Erste Praxiserfahrung kann heißen, man hat schon ein erstes Praktikum in dem Bereich bei einer anderen Firma gemacht. Oder es bedeutet, man hat einen fachnahen Nebenjob und jobbt in einer Firma bereits schon in dem Bereich Marketing, der ja sehr vielfältig sein kann. Betont ist hier wie in der ganzen Bewerbung auch immer eine Schnittstellenfunktion. Und zwar hier unten zum ersten Mal die Schnittstelle zu internationalen Kunden und Marketingaktivitäten rund um das internationale Geschäft. Das zu übersetzen heißt zum einen, sie bringen Sprachkenntnisse mit, die erforderlich wären. Da ist es manchmal hilfreich, sich einfach die Seite der Firma selbst anzuschauen und zu gucken, wo stecken Kooperationen, wo sind vielleicht andere Niederlassungen der Firma. Und darüber kann man dann eben häufig rauslesen, es sind Englischkenntnisse gefragt, es sind Französischkenntnisse gefragt oder es sind vielleicht Spanischkenntnisse oder Ähnliches gefragt. Diese Schnittstellenfunktion bedeutet aber auch, dass Sie jemand sind, der sehr kommunikationsstark ist. Und zwar zum einen nach außen, eben zu den internationalen Kunden, mit denen Sie zusammenarbeiten. Aber diese Marketingaktivitäten rund um das internationale Geschäft bedeutet auch, dass Sie vielleicht mit anderen Abteilungen intern zusammenarbeiten müssen. Das heißt, Sie sind sehr kommunikationsfähig. Und teamfähig auch und besitzen eben auch die Möglichkeit, die Informationen, die die Abteilung A zur Abteilung B bringen will, im Marketingbereich eben gegebenenfalls übersetzen zu können. Wichtig ist nochmal der Abschnitt, was wir bieten. Da stecken auch noch Informationen drin, nämlich zum einen das Zeitfenster, in dem das Praktikum möglich ist. Da stecken zwei Informationen drin, mindestens 3 Monate und bevorzugt 6 Monate. Das heißt, wenn Sie ein Praktikum für 6 Wochen suchen, brauchen Sie sich eigentlich überhaupt nicht auf die Ausschreibung zu bewerben. Die 12 Wochen sollten Sie mindestens mitbringen. Wenn Sie ein Interesse daran haben, ein Praxissemester zu absolvieren, haben Sie sehr gute Karten. Dann stecken in diesem Abschnitt noch Informationen drin, die eher die Soft Skills betreffen und nicht wie oben in dem ersten Abschnitt eben die fachlichen Kompetenzen, die man mitbringen muss. Und zwar steht da einmal drin, es wird jemand gesucht, der selbstständig arbeiten kann, der sehr engagiert in seiner Arbeitsweise ist. Auch hier nochmal jemand, also das Thema Schnittstellenfunktion taucht nochmal auf. Und Länder individuell, das ist nochmal so ein bisschen ein Code, und zwar Schnittstellenfunktion impliziert in dem Moment, Sie sind jemand, der teamfähig ist, der Teamfähigkeit mitbringt und der auch Kommunikationsfähigkeit mitbringt, denn an der Schnittstelle wird auch immer kommuniziert mit dem Partner eben auf der anderen Seite. Und länderindividuell ist wieder so ein bisschen auf diese Sprachkenntnisse abgestimmt, aber auch, dass es jemand ist, der interkulturelle Kompetenzen mitbringt. Und dann steckt noch eine weitere Information drin, nämlich Sie betreuen internationale Social Media und Kommunikationsaktivitäten. Das heißt, punkten könnten Sie in der Bewerbung auch.
wenn Sie im Bereich Social Media Kommunikation Erfahrungen gesammelt haben, wenn Sie eben belegen können, Sie wissen, wie man eben sehr gut mit den Kanälen arbeitet, wo man da genau drauf achten muss. Implizit auch das steckt nochmal drin, was man in Bewerbungsanschreiben selbst eben aufgreifen sollte. Dann steckt noch unten eine ganz wichtige Information drin, nämlich die Bewerbung ist zu richten an die Geroldsteiner GmbH, und zwar steckt dort der Ansprechpartner drin. Wenn ein Ansprechpartner wie in diesem Fall genannt ist, sollte die Bewerbung auch immer an die Person gerichtet werden. Das heißt, in diesem Fall beginnt man die Bewerbung eben mit sehr geehrter Herr Kaspari und nicht etwa mit sehr geehrte Damen und Herren. Also da immer darauf achten, ob explizit ein Ansprechpartner genannt ist, dann richtet man die Bewerbung eben auch immer an den Ansprechpartner. Was in diesem Fall nicht genannt ist, ist eine Telefonnummer. Das gibt es aber sehr häufig, und wenn diese Telefonnummer in der Ausschreibung drinsteht, sollte man sie auch nutzen. Und zwar, indem man dann dort anruft und ein bisschen vorbereitet mit 3-4 Fragen, so ein Mini-Vorstellungsgespräch im Vorfeld führt. Das muss man tatsächlich vorbereiten, gucken, was will ich eigentlich wissen, was steht in dieser Ausschreibung nicht drin, und das fragen. Macht einem den Einstieg in das Bewerbungsanschreiben sehr viel leichter. Man startet dann eben mit sehr geehrter Herr Kaspari, wie gestern telefonisch besprochen, sende ich Ihnen anbei die Bewerbungsunterlagen. Ansonsten ist eben just dieser erste Satz immer ganz schwierig. Und im weiteren Verlauf der Bewerbung legen Sie anhand der fachlichen Anforderungen und der Skills, die hier unten beschrieben sind, eben dar, warum Sie als Praktikant oder Praktikantin auf diese Stelle draufpassen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also man nimmt wirklich die einzelnen Sachen raus. Also es war der Einstieg, den wir hatten, war, Sie sind Student der Wirtschaftswissenschaften oder Studentin, Sie studieren im so und so vielten Semester, und dann geht man auf den Schwerpunkt Marketing ein, den man hat, und dann kommt immer eine Begründung hinten dran, die eben darlegt, dass man den auch wirklich hat. Aufpassen muss man, dass man an der Stelle nicht beginnt, seinen Lebenslauf nachzuerzählen. Das ist sowas, wo man dazu neigt, das macht es auch sehr einfach, aber das ist nicht das, was die Personaler auf der anderen Seite sehen wollen. In den Lebenslauf gucken die eben zuerst in der Regel rein und gucken, was sie mitbringen. Und da ist wirklich gefragt, die Punkte, die wir jetzt ausgearbeitet haben, eben aufzugreifen und mit ihren Kenntnissen zu belegen und sich darüber eben auch zu präsentieren und als geeigneter Praktikant oder Praktikantin eben dementsprechend selbst zu vermarkten. Super, dann auf jeden Fall vielen Dank für Ihre Hilfe. Hat sehr geholfen. Und ich würde auch den Tipp geben für jeden, der das alleine daheim nicht hinbekommt oder mal gern hätte, dass die Frau Birke Perkams einen Blick drüber wirft, kann sich auf jeden Fall immer einen Termin holen. Hilft super viel. Und ja, vielen Dank. Gerne, jederzeit machen. Ja, also das war das perfekte Anschreiben, das wir zusammen mit der Frau Birke Perkams formuliert haben. An dieser Stelle nochmal vielen Dank. Und nochmal kurz so zum Zusammenfassen. Also im ersten Teil geht es darum, die eigenen Stärken in den Vordergrund zu stellen. Wie zum Beispiel so Kriterien wie Auslandssemester oder Auslandspraktikum. Das haben schon ganz viele Studenten gemacht. Und da geht es halt darum, dann wirklich, dass man diese Dinge auf seine eigene Person zusammenfasst und dann halt perfekt für sich, also sich perfekt darstellen, warum gerade das Auslandssemester, das man selbst gemacht hat, besser war als das zum Beispiel von anderen. Im zweiten Teil, wer wir sind, den hat die Frau Birke Perkams nicht vorgestellt. Da geht es darum, nicht eigene Sachen rauszuformulieren, sondern daraus kann man zum Beispiel einen Anfangssatz formulieren. Da stehen dann nur Informationen über das Unternehmen zum Beispiel. Ja, und im dritten Abschnitt, den die Frau Birke Perkams jetzt zum Schluss noch vorgestellt hat, da geht es darum, Kenntnisse zu belegen. Genau, das war das perfekte Anschreiben. Mir persönlich hat sehr viel geholfen. Wir hoffen euch natürlich auch. Und Benni, die Frau Birke Perkams hat uns gesagt, so der Anfangssatz vom
Anschreiben, den man aus diesem zweiten Teil, wo die Informationen über die Unternehmen drinstehen, rausschreiben soll, der fällt einem immer besonders schwer. Hast du da auch schon Erfahrungen mitgemacht? Kann ich total bestätigen. Also es ist wie bei allen, es ist wie bei allen Schreiben, die eine Bedeutung haben, der Anfang ist am schwersten. Ja, kann ich auch nur bestätigen. Also ja, drin wird sich auch gerade kaputt gelacht. Ich ramponiere hier so ein bisschen das Studio. Also wäre da jetzt keine Birne drin, würde ich es auch absichtlich runterschmeißen für die Show, aber geht nicht, Glühbirne. Genau, also nochmal zurück zum Thema. Also das, den Anfangssatz vom Anschreiben, da irgendwie so reinzukommen, dass man nicht so direkt mit dem Thema gleich so anfängt, sondern so langsam einen Einstieg hat, ist natürlich immer schwer. Und dafür hilft das auf jeden Fall super viel, so eine Stellenausschreibung und sich da dann die Informationen rauszusuchen. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Wir wollen aber noch die Yasemin grüßen. Und zwar hat die heute Geburtstag. Das ist die Moderatorin aus letztem Jahr. Die kennt ihr bestimmt alle noch. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch von uns. Und hier noch ein Geburtstagsküsschen an dich. Und wir haben noch ein zweites Geburtstagskind. Das ist die Mama von der Lisa. Auch hierhin noch ein Geburtstagsküsschen. Und damit sind wir am Ende für heute. Halt. Nicht am Ende angekommen. Abschließend möchte ich noch schöne Grüße nach Teheiland ausrichten an Professor Christian Scholz und Orchide Kümann, die dort Forschungen zum Thema Generation Z durchführen. Stimmt. Wir wünschen euch viel Erfolg. Ja, natürlich auch noch viele liebe Grüße nach Bangkok. Grüße nach Bangkok, genau. Und an dieser Stelle tschüss. Hey, liken nicht vergessen. Noch nicht tschüss. Wir brauchen eure Likes auf Facebook, auf YouTube und schaut auf unsere Seite. Ihr findet da auch bestimmt noch ein paar tolle andere Informationen oder Videos, die euch Spaß machen. Und ich glaube, jetzt darf ich es dir erlauben, hier tschüss zu sagen. Gut, dann an dieser Stelle bye bye. Tschüss und bis nächste Woche. Bis dann, ciao.